2020 ist ein herausforderndes Jahr für die Gastronomie. 5 Wirte vom Mitterberg haben diese Herausforderung aber angenommen und sich etwas ganz Besonderes überlegt. Die erste Mitterberger Wirtshausrohrs. Jeder der mitwirkenden Wirte hat speziell für die Veranstaltung eine eigene Speise kreiert. Wir haben uns auf die Rohrs begeben und sind beim Reislerhof gestartet. Wir haben uns einfach zusammengesetzt nach dem Lockdown. Einfach wollten wir einen ganz ungezwungenen Wirtestammtisch machen. Und dann sind wir alle 5 Wirte zusammengesessen, was ganz selten vorkommt. Und auf einmal ist die Idee entstanden, dass wir so ein Wirtshaus alles machen. Bei uns, da wir noch immer Landwirtschaft dabei haben, ist speziell das Rind im Vordergrund. Und da wir eine tolle Bioqualität haben vom Rindviech, haben wir uns Rinder Carpaccio und Beef Tartar als Vorspeisen. Wir sind die, was Vorspeisen machen, haben uns das ausgesucht. Und als Alternative haben wir so ein Schwammerl-Risotto, Reisbällchen für die Nichtfleischesser gemacht. Weiter führt uns die Rohrs zum Tieschenhof. Dort steht der Wirt selbst hinterm Herd und zaubert für seine Besucher heimischen Fisch neu kreiert auf die Teller. Ja, wir haben da einen heimischen Bauchsaibling mit getrüffelten Rambolenta, Paprikacreme und Eierschwammerl. Für wen der Fußmarsch zwischen den Gasthäusern zu anstrengend wurde, konnte sich von Norbert Lämmerer, Wirt vom Bücherhof, mit seinem beästarken Bummelzug weiter chauffieren lassen. Wir haben uns eigentlich zusammengeschlossen, wir 5 Wirten vom Mitterberg, und haben gesagt, mit der Wanderung unterstützen wir die Leute ein bisschen. Wir sind mit 2 Bummelzug unterwegs und führen die von Wirt zu Wirt. Beim Bücherhof konnte man sich von der wilden Seite seines Gasthauses überzeugen. Es gibt überall kulinarische Schmankerl zum Essen. Bei uns am Bücherhof, wir haben Chili con Carne vom Reh. Nicht nur Einheimische, sondern auch Weitgroßte zeigten sich von der Veranstaltung begeistert. Wir sind zur Übernachtung im Pircherhof und dort hat man uns das erzählt, dass es hier die Runde gibt. Und da haben wir das gestern Abend gleich gebucht und haben heute eine Radtour gemacht. Und jetzt sind wir auf unserem Abschluss, machen wir die 5 Gasthöfe durch. Feuer und Flamme fing der Grillmeister am Berghof für seine Essenskreationen. Also ich bin in meiner Kindheit in Südamerika aufgewachsen und habe in meinem 20. Lebensjahr dort gelebt und auch das Grillen gelernt und auch die Begeisterung zum Grillen. Genau. Und ich lebe das Grillen und am Berghof zeige ich das. Also heute haben wir Hühnerbrust und haben wir Hühnerkeulen ausgelöst und Schweinskarree, einen Schopf und eine Putenbrust. Nicht nur der Gaumen wurde an diesem Tag verwöhnt. Auch traditionelle Musik begleitete die Gäste durch die heiteren Stunden. Für die Musikanten selber haben derartige Anlässe wieder an Wichtigkeit gewonnen. Und von jetzt auf nachher ist das alles klar geworden. Das war natürlich für uns auch nicht einfach. Und umso mehr freuen wir uns, wenn wir da irgendwie wieder ein bisschen eine Spielerei haben. Kleine Spielereien und das, so wie es halt wieder anläuft und alles, dann weiß man erst richtig, wie schön das sein kann, wenn man wieder so richtig beieinander sitzt und wenn man wieder so richtig nett und gut spielen kann. Zu guter Letzt führte uns die Rohrs ins Häuserl im Wald. Dort kam ein gelungener Tag zu seinem Abschluss. Wir haben einen bekannten Abschluss sozusagen gewagt und das ist nochmal quasi sozusagen zum Ausklang. Ist eine Variation aus Tomatenmus, haben wir heute ein Lachs-Tatar und einen Curry-Händelsalat mit Vogelkernelsalat und einem gebratenen Ziegenkäse im Speckmantel. Die Gäste fanden nur lobende Worte für außergewöhnliche Essenskreationen und den Mut der Wirte, wieder etwas auf die Beine zu stellen. Ein Fazit von dem Tag ist, dass die Wirte da meiner Meinung nach eine ganz gute Idee gehabt haben. Gerade so wie es heuer ist, dass Veranstaltung möglich ist, wo man in nötigen Abstand und alles halten kann und wirklich auch Leute trifft und um man umkommt und überall gut isst, gut trinkt und einen schönen Tag verbringt. Das Dasein ist köstlich. Peter Rosecker hat es richtig erkannt und dank kreativer Wirte können wir auch in herausfordernden Zeiten das Leben mit allen seinen Sinnen genießen.